Moin aus Hamburg. Wir von Transfermarkt haben die Marktwerte der Spieler der Primera Division geupdatet. Mit die größten Gewinner dabei sind James Rodriguez von Real Madrid und Luis Suarez von FC Barcelona. Beide Spieler gehen um 20 Millionen Euro nach oben, stehen jetzt bei 80 Millionen Euro und gehören damit zu den drittwertvollsten Spielern auf der Welt. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo mit einem Marktwert von 120 Millionen Euro konstant sind weiterhin an der Spitze. Dahinter jetzt ein Quartett eben mit den genannten Luis Suarez, James Rodriguez, Neymar und Gareth Bale. Man sieht eine Ballung an Spielern von Real Madrid und vom FC Barcelona. Bei Suarez ist die Aufwertung natürlich durch seine sehr guten Leistungen für den FC Barcelona zu erklären. Er hat sich richtig in die Saison gebissen, könnte man fast sagen, nach seiner Sperre zu Saisonbeginn. Er hat in 43 Einsätzen, Pflichtspieleinsätzen, insgesamt 49 Scorerpunkte gesammelt, hat allein im Jahr 2015 21 Tore geschossen und damit ist diese Aufwertung zu erklären. Rodriguez stand bei Real Madrid insgesamt 44 Mal in der Startelf und 13 Tore und 13 Vorlagen in der Primera División sind natürlich auch ein starker Wert in der ersten Saison für Real Madrid. Ebenfalls nach oben ging es für Antoine Griezmann, 10 Millionen Euro nach oben von 35 auf 45. Der Angreifer von Atletico Madrid, der unter anderem ja mit dem FC Bayern und mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird, hat 2015 16 Tore geschossen für Atletico. Auch das ein starker Wert, der diese Aufwertung begründet. Nicolas Otamendi, Verteidiger vom FC Valencia, steht mit Manchester United in Verbindung, ist auch aufgewertet worden von 18 Millionen auf 25 Millionen. Überhaupt Valencia, dort haben wir einen deutschen Nationalspieler, Shkodran Mustafi, ist in Deutschland im letzten Jahr vielleicht gar nicht so oft beachtet worden, hat aber eine bombastische Saison gespielt bei Valencia. Für ihn ging es nach oben von 15 auf 20 Millionen. Er hat insgesamt 36 Spiele gemacht für Valencia, alle von Beginn an und das, obwohl er den Saisonstart verpasst hat, nachdem er sich bei der WM 2014 verletzt hatte. Also auch das hier ein Spieler, den man im Auge haben muss, auch im Blick auf die deutsche Nationalmannschaft. Noch ein Deutscher in der Primera Division, Marc-André Ter Stegen, hat mit Barcelona ja zwei Cups gewonnen. In den Cup-Wettbewerben durfte er spielen. Bei ihm ging es hoch von 15 Millionen auf 18 Millionen. Er ist damit nach Thibaut Courtois vom FC Chelsea der zweitwertvollste U23-Torhüter auf der Welt. Natürlich gab es auch Abwertungen beim Marktwert-Update in Spanien. Unter anderem hat es erwischt Sergio Ramos. Bei ihm ging es von 45 Millionen runter auf 40 Millionen. Das hat nicht unbedingt Leistungsgründe, aber sein Standing bei Real Madrid ist nicht mehr das allerbeste. Er selber hat Wechselgedanken geäußert, ist mit Manchester United in Verbindung. Mit 40 Millionen Euro steht er jetzt zusammen mit Jérôme Boateng vom FC Bayern und mit Gerard Piqué, bei dem ging es um 5 Millionen hoch, als wertvollster Abwehrspieler der Welt da. 40 Millionen, Ramos, Boateng und Piqué. Alle Marktwertänderungen der Primera Division findet ihr natürlich auf transfermarkt.de und hier unten unter dem Video könnt ihr auch darüber diskutieren. Danke und ciao.